Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen TIX Video Tutorial. Heute soll es um die automatische Benachrichtigung auf Kundenseite gehen. Das heißt, ähnlich wie wir eine Benachrichtigung für die Supporter-Seite haben, gibt es die auch für den Kunden. Wir werden ja oft gefragt, wie sieht es aus, wenn sich der Status bei den Tickets verändert? Wird der Kunde automatisch benachrichtigt und wie läuft das im Einzelnen ab? Das möchte ich Ihnen gerne heute beispielhaft zeigen. Die Benachrichtigung für Ihre Kunden stellen Sie grundsätzlich über die Kundenübersicht ein. Das heißt, wenn ich da draufklicke und einen Beispielkunden aufrufe, haben Sie hier oben an zentraler Stelle die Möglichkeit, die Benachrichtigung gleich festzulegen. Hinter diesem Icon verbirgt sich eine Auswahlmöglichkeit. Das heißt, Sie haben hier quasi für diese Benachrichtigung drei verschiedene Zielgruppen. Das eine ist der Kunde selber. Das stellt immer grundsätzlich das Unternehmen dar. An zweiter Stelle haben wir die Personen, also unsere Ansprechpartner. Auch da können Sie festlegen, dass dann vielleicht bestimmte Personen im Besonderen benachrichtigt werden sollen. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, Kontakte zum Unternehmen. Das sind quasi Kontakte, die zwischen diesen Personen und dem Support agieren. Beispielsweise jemand, der sich in Vertretung von jemand anders meldet oder auch ein Dienstleister, der dazwischen agiert. Sie können also all diese Kontakte hier entsprechend benachrichtigen lassen. Wenn ich hier mal auf eines der Beispiele draufklicke, dann sehen Sie, es gibt hier ein Konfigurationsfenster mit den gängigen Statusmöglichkeiten, die ja eintreten können, vom Erstellen des Tickets bis zum Schließen und alle Situationen, die dazwischen eintreten können. Da kann also TIX jeweils dann automatisch eine Benachrichtigung versenden, sobald dieser Status eintritt. Sie sehen hier am Ende auch, dass Sie berücksichtigen können, wenn eine bestimmte Person vielleicht in einer anderen Sprache benachrichtigt werden soll, dann haben Sie diese Möglichkeit hier. Und die gleichen Optionen hier hinsichtlich der Person finden Sie auch bei der Person selber. Das heißt, Sie können auch hier für jede einzelne Person diese Benachrichtigung festlegen. Und für das Unternehmen, also hier den Kunden im Standard, kann man sozusagen diese Einstellung wählen, sodass dann Einstellungen bei Personen nur im Besonderen eintreten, also wenn da vom Standard, wenn es Abweichungen gibt. Es ist dann grundsätzlich so, dass all das, was TIX als Benachrichtigung automatisch im Hintergrund versendet, zu den Tickets, dass diese versendeten Benachrichtigungen in jedem Ticket unter Benachrichtigungsverlauf hier entsprechend auch nachverfolgbar sind. Hier können Sie also nochmal sehen, was hat das System im Einzelnen versendet. Wichtig ist für Sie grundlegend bei der automatischen Benachrichtigung auf Kundenseite, dass die Supporter sich also nicht darum kümmern müssen, dem Kunden da ein Feedback zu geben, wenn irgendwelche Tätigkeiten fertig sind oder ähnliches. Das kann TIX vollautomatisch für Sie übernehmen. Okay, das soweit zum Thema Benachrichtigung auf Kundenseite. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.